Hallöchen Leute, dann bin ich wieder, Conny von Panico Centurion mit einer neuen Aufnahme von Stronghold Crusader 2. Wir sind im Einzelspieler unterwegs. Wir sind bei der Übungskampagne Löwenherz, Kapitel 4, Jerusalem. Dank Richards ungezügeltem Tempo ist die heilige Stadt endlich in Sichtweite. Doch es wartet ein gewaltiges Hindernis. Saladin höchstpersönlich lagert vor Jerusalem und muss erst besiegt werden. Ziele: Ort gewinnen, verlieren, der Burgherr stirbt. Also unser Los geht's. Den gehen wir mal ab in den Ladebildschirm. Und da wollen wir mal kicken, was jetzt gleich hier alles auf uns erwartet. Ich bin ja. Saladin hat sich eingegraben, mein Herr. Und ich denke nicht, dass er uns unseren Willen lassen wird. Wir sollten wachsam sein. So Leute, wir inspizieren die Situation. Wir haben Stein, wir haben Eisen. Wir haben jede Menge Gegner. Okay. Saladin ist ein mächtiger Feind hier. Ihr dürft ihn nicht unterschätzen. Wir müssen eine ebenso mächtige Streitkraft rekrutieren, bevor wir unseren Angriff beginnen können. Holla, die Waldfee. Das müssen wir einnehmen. Oha, das ist... Wow. Wow, das ist ordentlich, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist echt ordentlich. Haben wir Holzfäller? Ich brauche noch drei Stück. Wir bauen drei Stück. Ich brauche mal drei Stück. Wir haben einen Steinbruch. Das reicht erstmal. Dann bauen wir hier noch eine Obstfarm, Käserei und Schweinezucht. Bauen wir noch eine dritte. Das ist dann die Obstfarm. Wir haben eine kleine Kirche. Hoheit, die Kirche benötigt Nachschub an Kerzen, um ihren Gottesdienst durchführen zu können. Wir sollten uns also bald um den Bau einer Kerzengießerei kümmern. Mein nobler Herr. Oh, wir haben Tempelritter. Die sind nice. Die sind richtig nice. Gut. Wir werden hier durch Steuern viel Geld einnehmen versuchen. Also ich versuche durch Steuern viel Geld einzunehmen. Wir gehen mal gerade auf unsere Ländereien. Okay, also wie ihr seht, ist dort die Grenze. Die ist echt bescheiden, die Grenze. Das ist echt bescheiden. Also richtig, richtig bescheiden. Die Grenze. Stell ich da. Unsere Ritter kommen in offenem Gelände nur schwerlich vorwärts. Vielleicht können wir ein paar Ställe für sie errichten, um sie mit schnellen Schlachtrössern auszustatten. Sicher, ich habe ja sonst nichts zu tun, Alter. Bist du denn irre? Weißt du, wie teuer die sind? Nee, weißt du scheinbar nicht. Alter, die sind... kosten erstens verdammt viel Geld und zweitens auch noch relativ viel Holz. Und dann hat man nur drei Pferde. Ich werde Richtung Ende, dann werde ich das vielleicht machen. Aber im Moment, nee. Nee, im Moment nicht. Das wird noch lange warten müssen. So, wir werden dann auch unsere... Was bekümmert euch, Sire? Truppen hier mal hinstellen. Sehr schön. Aufgestellt. Bauern werden benötigt, Sire. Oh, Eisen. Gut, dann bauen wir auch direkt mal Eisen. Ne, bauen wir nicht. Wir bauen Holz. Holz! Marschieren wir? Ein Schwertkämpfer, zwei Templer. Vorerst. Ärger? Unsere Sehnen sind gewachst. Vorerst ausreichend. Ich werde natürlich sind eure wie Leute immer auf Bogenschützen. Kampfbereit. Ja, wie immer auf Bogenschützen setzen. Was ist das? Sir, mobilisiert die Truppen mit Hilfe der Unteroffiziere. Die Männer werden ihre Anstrengungen verdoppeln, um die Fahne zu schützen. Hurra! Verstärkungen sind in der Burg angekommen, Sire. Sau gut, würde ich da mal sagen. Wir haben unsere Befehle. Na, ja, komm mal noch. Derzeit, solange wir die Steuern erhöhen. Jawohl, Sir. Schlachtordnung! Ah, ich glaube, ich werde... Führt uns! Ich glaube, ich werde doch ein paar Armbrustschützen bauen, weil... was macht der denn da? Achso, meine Armbrustschützen in dem Game hier sind ja billiger als in Stronghold Crusader 1. Dadurch, dass die halt nur Armbrust und Eisen brauchen. Okay, das war eine Lüge. Streitkolbenkämpfer waren billiger. Hier sind sie sogar teurer, dadurch, dass sie eine eiserne Rüstung brauchen. Der Sieg wird unser sein.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann machen wir die Steuern mal wieder runter. So, wir brauchen... Okay, das steigt vorerst, hoffe ich. Wollen wir da noch einen hin? Wir haben Holz, wir haben Eisen, wir haben Stein. Wollen wir mal kurz durchgehen? Okay, 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 okay. Da haben wir Kirche, also Religion haben wir auch. Das ist das hier. Bringt Gelegenheitsgottesdienste. Eifrige Gottesdienste. Eifrige. Wow, 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 wow. Machen wir erstmal gelegentlich. Ich weiß immer noch nicht, was die Kerzengießerei braucht. Wir hatten mal hier geguckt, aber... Industrie, Nahrungsmittel, Stadtgebäude. Das steht da nicht dabei. Kirche braucht... Firmament Kerzen aus dem Kerzen. Ich brauche einen Kerzenmacher. Industrie, Nahrungsmittel, Militärgebäude. Ochsen, Eisenmine, Holzfäller, Vorratslager. Nahrungsmittel. Kettengießerei. Ja, egal. Stellt Kerzen in seiner Gießerei her, Vorratslage, Lagen, Gottesdienste oder Moschee verwendet. Ja, also seht ihr, da braucht man gar nichts für. Warum auch immer. Ja, mich soll es nicht stören. Wir hauen es mal hoch, damit wir mehr Steuergeld kriegen. Im Notfall brauchen wir noch so ein Scheißteil. Die sind ja nicht teuer, die kosten ja nur 50 Gold. Jetzt hauen wir es runter und dann... Wir werden es ja sehen dann. So, also, dann brauchen wir aber noch einen Waffenmacher. Ach komm, wir setzen diesmal, komm, wir setzen echt... Der Feind greift an! Armbrustschützen. Au. Oh. Okay. Okay. Finde ich persönlich nicht so gut. Boah, der greift jetzt nur mit Berittenen an, aber... Naja, nur kann man nicht sagen, ne? Ah, okay. Kleinere Range und lassen sich absnipen. Finde ich super. Bereit! Komm, wir greifen an hier mit den Nahkämpfern. Und was haben wir so denn? Hier zum Beispiel hier die Streitkolbenkämpfer, die machen hier alles platt. Schön langsam, Männer! Schwertkämpfer oder Tempelritter? Das ist natürlich relativ schnell, dadurch, dass ich die Stelle bauen, dass ich da eine Stelle bauen kann. Eigentlich würde ich ja ganz gerne einen großen Turm da hinsetzen. Ja, mache ich auch. Also, dann warte ich noch so lang. Komm, geh da weg. Stört mich immer ein bisschen. Das Spiel ist noch ja, wie soll man sagen, verbuggt. Das hat noch arg Bugs, das kann man so eigentlich so sagen. Tut mir echt leid, Publisher. Nicht Publisher, aber Spieleentwickler. Da habt ihr echt... Meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, das Spiel... Ein klein wenig vielleicht jawohl, zu früh rausgehauen. Vorwärts! In Bewegung! Bereit, Sir! Bereit, Armbrustschützen hauen wir natürlich auch noch los, da drauf. Los. Die Schlacht erwartet die uns. Nahkämpfer dürfen dann sich alle hier unten versammeln, beziehungsweise auf der Treppe. Gut. So muss das sein, so habe ich mir das vorgestellt. Auf die Plätze! Dass die jetzt abschießen ohne Probleme. Oh, das sind viele Nahkämpfer. Sterben irgendwie nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Nehmt die Armbrüste hoch! Hunde. Fokussiert mal ein. Genau, fokussiert mal ein. Und die einen nach anderen plattgewalzt. Weil je weniger da sind, wenn die zwar freischießen, schießen sie zwar alle auf einen. Befehle. Aber wenn nur immer ein fokussiert, ist halt einer down. Und jeder, der down ist, kann halt kein Damage. Selbst wenn die Gegner alle nicht down sind, also wenn die halt führt uns kurz vorm down sind, kriegen die aber trotzdem noch, ja, können die trotzdem noch Damage austeilen, weil die können ja mit Low Life genauso viel Damage austeilen wie mit Full Life. Deswegen fokussieren. Marsch! Bei solchen Sachen dann fokussieren. Weißt du, Fukuhila. Alter, Fukuhila.
Aber wir kriegen Geld durch Steuern, das finde ich eine super Sache. So, dann können wir auch... Ach so, genau. Ich wollte eine Rüstungsmauer bauen. Stell mal dahin. So, wie sieht es mit Eisen technisch aus? Kommt nichts. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Nee, es funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Dann machen wir das eben so. Vielleicht deswegen, weil da so ein Abhang ist. Den hatte ich vorhin nicht gesehen. Keine Schenke gebaut. Ja, das könnte ich eigentlich auch mal gerade machen. Bauen war Hopfen. Erstmal, als erstes mal eine Hopfenfarm. Eine Brauerei. Die setzen wir noch. Was setze ich die da an? So, lass ich nur eins frei. Da kann ich noch eine zweite Kerzengießerei machen. Und als letztes brauchen wir dann noch eine Schenke, aber die braucht viel Holz, viel Holz. Ah, wie ihr seht, jetzt arbeitet es. Genau, so habe ich mir auch vorgestellt, dass es ja nochmal wieder buggy war. Beziehungsweise nicht buggy, sondern einfach nicht passte. Man muss es ja so ausdrücken. Oh Gott, das wird was, die anzugreifen. Kriegshunde auch noch. Ich muss mich hier lang schlängeln. Der hat viele Bogenschützen. Bogenschützen. Uiuiui. Halle Julia, wie ich es mal so sagen. Das heißt, produzieren, produzieren, produzieren. Bauernhäuser machen. Wir brauchen Holz, Sir. Nicht genug Holz, my Lord. So, kaufen wir schnell Holz. Wir haben es ja. Wir haben ja Geld. Wir kriegen auch relativ viel Geld. Das ist der Vorteil. Und wenn wir gleich eine Brauerei, also eine Schenke bauen, dann kriegen wir sowieso noch mehr. Dann müssen wir natürlich im Nachhinein noch hier ein bisschen auffrischen. Was ist das denn? Feind greift an. Die Schlacht erwartet uns. Die Ruinen kann ich dann entfernen im Notfall. Viel Holz bleibt mir hier nicht. Ach, da ist auch noch Holz. Oh, der greift an. Habe ich doch richtig gelesen. Das stand hier. Ich hätte gedacht, das wäre verpackt von vorhin noch. Aber so ist natürlich noch, oder? Kann ich eigentlich gar nicht leiden, wenn die am Boden kommen, meinen Turm anschieben. Boah, der geht doch hochschleppen. Ja, ist nice, gut. Easy gucken, würde ich mal sagen. Waffen werden benötigt, Sire. Sire? Bewegung! Stell alles da oben drauf. Das ist unsere vorzeitige Defense und dann. Wollen wir mal zugucken. Hört ihr das? Sobald die Armbrustschützen schießen, kommt viel mehr Damage aus. Das ist ein richtig hoher Damage aus. Das heißt, die Armbrustschützen haben richtig, sind zwar langsam, haben aber einen High Damage Output. Dadurch können sie befestigte Stellungen machen. Bogenschützen hingegen, die sind halt relativ schnell, aber die machen halt wenig Schaden. Muss man halt abschätzen, was halt besser ist oder was nicht. Aber das kommt dann halt alles mit der Zeit. Schwertkämpfer. Ich bin mir am überlegen. Eigentlich würde ich ja gern Schwertkämpfer machen. Die sind stark. Aber die sind halt... Und die sind billiger. Die sind viel billiger als Tempelritter. Templerritter hört sich doch viel besser an. Oberfeldwebel. Wow. Die geben mir einen Buff. Da kann ich ja verstehen, dass sie so teuer sind. Aber die, oh Mann. Geht gar nicht, ey. Geht echt gar nicht. Wir kaufen mal gerade Holz. Ist ja kein Problem. Wir haben es ja. Beziehungsweise kostet ja nicht viel Holz. Kostet ja wirklich gar nichts. Holz ist die billigste Ressource im Game. So, dann werden wir jetzt für eine Schweinezucht sorgen nochmal. Falls wir Holz kriegen. Lieber Holzfäller. Wer nicht? Na dann eben nicht, dann kaufen wir uns das eben. Was wollte ich, eine Schweinezucht? Dieses Mal mal dorthin. Äpfel. Bauernhammer hoffe ich noch genug. Der Feind greift an.
Ja, der Feind greift an. Mit was denn? Okay. Stellen wir nochmal zwei Armbrustschützen dahin. Nochmal hier oben drauf. Armbrüste, die angreifen. Vorwärts! Ey, die Frage ist jetzt halt, ob... Was mache ich mit den Reststeinen? Baue ich eine Mauer? Oder lasse ich das so? Also ich will eigentlich ehrlich gesagt keine Mauer hier so verscherbeln, die Landschaft verscherbeln. Das ist schon mal ganz klar. Die, das sind ja kein Problem, die paar Bogenschützen. Das hier dann auch nicht hier, die... Was denn da wohl... Ah, das ist alles... Hier, der Anfang ist kein Problem, das ist ganz einfach.